Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vom dicken Igel aus Hack, Mad Eagle Dynasty. Wir sind im Sommer, am zweiten Tag im Sommer, ja. Schön, hier wird viel gearbeitet, top, gedüngt. Müssen wir auch gucken, ob der Dünger noch reicht. Sommer ist immer extrem intensiv, was so die Landwirtschaft angeht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. Stimmt, ich habe gerade geguckt, warum wir so viele Probleme da oben haben, aber das ist wegen der Scheune, ne? Weil die halt, die wollen dreschen, aber haben kein Material dafür. Ich sehe gerade das da hinten. Seht ihr das am Greenscreen? Da ist was. Ja, das da. Muss ich mit der Kamera noch so ein bisschen, zack. So, jetzt ist es weg. Das muss alles perfekt sein, sonst stört mich das. Ihr wisst gar nicht, wie viel Technik dazu gehört. Dass man hier, dass man hier vernünftig arbeiten kann. Ich kann euch das ja mal zeigen. Oder? Habt ihr da Bock drauf? Ich zeige euch das mal. So, das ist jetzt eine Kamera, auf der ihr zumindest schon mal so einen Eindruck habt, was gehört alles dazu, ne? Greenscreen, ich habe 4 Monitore hier, Mikrofon, ja, also, ne, so sieht das ganze Setup aus. Das ist jetzt eine Kamera, die ist jetzt hinter meinem 3D-Drucker. Das ist auch so ein kleines Hobby von mir. Hinter meinem 3D-Drucker. Und ab und zu habe ich das mal so als Face-Kamera, wenn man sich so im Discord trifft. Ignoriert das ganze Chaos da hinten. Also mein Arbeitszimmer sieht immer sehr unaufgeräumt aus. Aber ich bin der Herr des Chaos. So. Wir sind immer noch im Sommer, stimmt. Da vorne wurden Karotten geerntet. Und Kohl auch. Das wird jetzt gerade gedüngt und umgegraben. Das ist schön. Ihr Weizen wäre noch wichtig, ne? Schafft ihr das? Ihr habt noch einen Tag. Weil dieser Tag, also der zweite hat jetzt erst angefangen. Ich glaube, die schaffen das. Guck mal ganz kurz schnell, wie viel Kohl und so ein Müll wir alles haben. Wir haben noch 14 Kohl, der hat 50%. Das können wir in den Entwerter hier geben. In den Entwerter. Ach Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Dieses olle Ding hier. Den Kompostding. Das Kompostding. Manchmal stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Hier sind noch 149 Verdorbenes drin. Okay. Habe ich noch gar nicht alles rausgetan. Okay. Da haben wir ein paar Zwiebeln, ein paar Karotten, ein bisschen Kohl da reingetan. Und das Verdorbene. Wenn ich hier auch noch Verdorbenes drin habe. 21, ja. Das mache ich jetzt mal zu Dünger. Jetzt gucke ich nochmal, wie viel Dünger haben wir jetzt. 374. Ja, ist doch okay. War ich trotzdem zu Dünger. 17 Dünger. So viel Verdorbenes und 17 Dünger nur. Was wir auch mal checken können, ist, ob wir die ersten Brote vielleicht schon haben. Das erste Brot dürfte doch bestimmt schon gemacht worden sein. Haben wir hier Brot? Ne, haben wir nicht. Wird wahrscheinlich gleich immer aufgefressen. Hier Eier können wir auch da reintun in den Fertilizer hier, in den Komposthaufen. Aber auch eindeutig zu viele Eier. Hatten wir jetzt noch irgendwas freigeschaltet und noch nicht gebaut? Ich glaube nicht, ne? Wir warten jetzt so ein bisschen drauf. Marktstand wäre das nächste bei Produktionstechnik. Bei Landwirtschaft wäre es der Bienenstock. Auch interessant. Auch sehr interessant. Werde ich auch machen müssen. Weil ich es einfach testen will, hatte ich noch nie. Kräuterhütte 2. Ja, wir brauchen nicht mal Kräuterhütte 1 eigentlich. Und hier haben wir als nächstes die Bauhütte. Okay. Oh, wir können Laternen freischalten. Endlich durch die Mine können wir Laternen freischalten.
Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir dafür? Leder, Stock und Wollgarn. Easy peasy. Jetzt können wir das Dorf beleuchten. Jetzt wird's super. So, wir brauchen Leder. Wo haben wir denn Leder? Da. Nehmen wir mal alles mit. Wollgarn und Stock. Wollgarn haben wir nur 4. Ach, das haben wir. Da haben wir den ganzen Wollstoff draus gemacht, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt haben wir den ganzen Wollgarn verschwendet. Ich mach mal noch schnell aus der Wolle, die ich noch hab, Wollgarn. Nicht genug Wolle. Ich hab 4 und ich brauch 6, lol. Okay, okay. Dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Holzstamm brauchen wir 2, okay. Warum bin ich so hart überladen? Was habe ich denn dabei, was mich so hart überlädt hier? Naja, das Leder ist natürlich auch extrem schwer. Stöcke auch. Holzstamm. So, nehmen wir mal 9 mit. Das ist hier okay. Nee, gefällt mir hier nicht. Gefällt mir hier nicht. Aber wir kriegen jetzt keine... Ah, ich lasse es erstmal. Wir kriegen ja nicht alle Rohstoffe wieder. Ich lasse es erstmal. So, nächste Laterne. Fehlt uns Wollgarn. Okay. Warte mal, hatten wir nicht noch eine Schere dabei? Ja, Bronzeschere. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz, wie es mit den Schafen aussieht. Vielleicht kann ich die noch mal scheren. Schäfchen, wo seid ihr? Ich hoffe, die haben was. Wo habe ich denn die Schere auf der 8? Jetzt Seiten auf 0, meine Freunde. Seiten auf 0. Ja. Wir können auf jeden Fall scheren. Das ist gut. Das Schaf können wir nicht scheren. Das Schaf auch nicht. Das Schaf. Doch, das hier. Bleib stehen. Was ist mit dir? Du nicht. Das sind bestimmt nur die Schafe, die wir jetzt noch gekauft haben, ne? Also, die für den zweiten Schafstall. Das sieht zwar geschoren aus, aber ich kann es noch scheren. Okay. Okay, jetzt sieht's geschoren aus, lol. Den kann ich nicht scheren. Das Weibchen kann ich nicht scheren. Das kann ich scheren. Oh, wir haben wieder... Wir müssen wieder Brennholz machen. Im Sommer. Okay, interessant. Geh mal weg hier. Mäh. Ich glaube, ich habe alle. Nee, doch, den Schafbock hier kann ich noch scheren. Okay. Okay. Alter, gehen die einen auf den Sack. Mäh, mäh. So, jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen Wollgarn herstellen. Aber ich mache erstmal... Ich glaube, ich mache erstmal Brennholz. Obwohl, macht gerade keinen Sinn. Dann muss ich den ganzen Scheiß, den ich im Inventar habe, wieder rauslegen. Nee, macht keinen Sinn. Okay, wir machen erstmal Wollgarn. 9 Stück. Damit können wir eigentlich nur 2 Laternen bauen. Hier noch eine Laterne hin. Und hier noch eine Laterne hin. Und
mehr können wir nicht machen, dann brauchen wir wieder Vegan. Ne? Ah, tja. Diese Feuerschale wäre auch nicht schlecht. Die wäre auch nicht schlecht. Aus Eisenbarren und Brennholz können wir das machen. Aber dafür brauchen wir wieder Technologiepunkte. Wie immer. Gut, können wir erstmal den ganzen Bums wieder ins Lager tun? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Vulgarn auch. Und wir nehmen uns Baumstämme und machen Brennholz draus. Damit hier niemand im Sommer frieren muss. Eigentlich Brennholz zu automatisieren ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Du musst ja nur gucken, wie viel Holz wird verlangt. Aber das musst du, glaube ich, jahreszeittechnisch anpassen. Das ist natürlich wieder dumm. Weißt du, was ich meine? Das ist dumm. Okay, gucken wir mal, wie das abends aussieht mit den Laternen. Aber ich schätze mal, das ist schon auf jeden Fall eine Aufwertung. Ja. Ich werde die irgendwann hier versetzen und da drüben hinstellen. Weil da am Brunnen, weiß ich nicht, macht es nicht so viel Sinn. Hier macht es vielleicht Sinn, dass wir irgendwie irgendein Licht oder sowas direkt hier so aufs Fass stellen oder irgendwie dahin oder so, keine Ahnung, irgendwie, ja. Aber da macht es irgendwie wenig Sinn. Oh, es wird Weizen geerntet. Schön, schön, schön. Läuft doch so langsam. Top, top, top. Vorne wird gesät. Kohl, sehr schön. Zwiebeln wurden auch geerntet. Hier ist der Mohn. Und hier wird auch gleich wieder gedüngt, ne? Ach so, hier bist du. Und hier bist du gerade, hier erntest du gerade. Kanuta, meine Frau. Sehr gut. So, wie sieht's aus bei den Kühen? Er lebt noch? Top. Macht auch extrem viel Kacki, finde ich. Es läuft. Wie viele Kälbchen haben wir? 1, 2, sehe ich jetzt gerade. Haben wir nur 2 Kälbchen? Oder haben wir 3? Nochmal kurz in die Verwaltung reingucken. Wir haben 3 Kälbchen. Wo sind die? 1, 2. Hä? Ist hier vielleicht eins dahinter? Nee. Ach, hier! Lol, du bist super getarnt, ne? Top. Stimmt. Wo ich jetzt gerade das da oben wieder sehe, ich weiß, was ich machen wollte. Wir müssen mal da hoch zu dem Hopfenfeld. Ich glaube nämlich, dass ich es im Sommer ernten kann. Und wir können neue Hopfenpflanzen pflanzen. Nee, ernten können wir es erst im Herbst, sehe ich gerade. Also hier, das sieht noch nicht erntbar aus. Aber wir können trotzdem hier neue Pflanzen hinpflanzen. So, gucken wir mal. Hopfen. Hopfensetzling 15 Stück. Easy peasy. So, auf welcher Taste habe ich jetzt das Säckchen? Auf der 6. Wir können auch 9 Hopfen kaufen. Ich brauche noch, zähle ich gleich mal ab, wie viel ich noch brauche. Und dann kaufen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Hopfling. Hopflinge. Genau. Hopfensetzlinge brauche ich noch. 7 Stück. Naja, dann können wir doch gleich mal, dann reiten wir in das Seedorf. Ich kann meine Quest weiterverfolgen mit der euren Weiler und gleichzeitig noch Hopfen kaufen. Geld müsste ich, glaube ich, noch genug haben. Ich habe, glaube ich, 5000 Münzen. Das reicht, um Hopfen zu kaufen. Oha, eine Falle. Ich sehe euch. So, wo habe ich den Bogen? Hier habe ich die... Ah, die Armbrust, stimmt. Ich habe ja die Armbrust.
Interessant, dass er nicht gleich tot ist. Es war einer zwischen die Augen. Schön. Und noch ein. Ja, der kann auch wirklich gut zielen mit dem Ding, ne? So, die anderen beiden sind da drüben. Haben wir hier einen Bullet Drop? Ich glaube ja, ein bisschen, ne? Oh, das ist schon ein bisschen stärker, der Bullet Drop. Was? Der überlebt zwei Armbrustschüsse? Gibt's ja gar nicht. Hoffe, ich krieg meine Bolzen wieder. Dass ich nicht einfach sagen kann, wie in jedem anderen Spiel auch, gib mir bitte alles und dann ist gut. Nein, ich muss jeden Gegenstand hier einzeln mitnehmen. Das nervt. Oh, guck mal, den haben wir ins Gesicht getroffen. Schön. Also mit Eisenbolzen wäre das, glaube ich, alles One-Hit gewesen. Also den Köder, den sie hier auslegen, der wird auch immer ärmer, ey. Da könnte mal wirklich was Gutes drin sein. Dafür ist der Loot von denen ja ganz okay. Jeder hat, ich glaube, jeder von denen hat jetzt einen Käse dabei. Das ist ganz, ganz juicy. I'm parched. Ich muss was trinken. Also ich gehe erstmal einkaufen, bevor ich die Quest mache. Wo ist sie hier? Ach da. Komm her. Zeig mir deine Ware und gib mir mal bitte. Jetzt habe ich vergessen, wie viel wir brauchen. 7 oder 8? Ich nehme 8 mit. So, time for a break. Hier ist auch gleich die, mit der wir klatschen. Hier, ich bin hier, um das Kleid unserer Prinzessin abzuholen. Sie würde ohne Fragen eine feine Prinzessin abgeben, aber spätestens, wenn sich ihr Prinz als der Traum eines leichtgläubigen Mädchens herausstellt, wird sie Bescheidenheit lernen. Nimm das Kleid von der Wäscheleine. Es ist frisch gewaschen und geflickt. Ach übrigens, mein Lieber, richte unserem übermütigen Schmetterling aus, sie soll sich keinen Ärger einhandeln und sich nicht in unnötigen Aufgaben verstricken. Ich brauche bei voller Stärke. Ich brauche bei voller Stärke. Ich brauche bei voller Stärke. Was will sie mir damit sagen? Okay. I need some water. Okay, dann trinke ich mal was und wir quatschen nochmal mit ihr. Achso, nee, ich soll das von der Wäscheleine nehmen. Achso, stimmt. So eine unnötige Quest. Gib mir doch einfach den Scheiß und dann ist gut. Aber jetzt soll ich es noch von der Wäscheleine nehmen. Sehe genauer an, um herauszufinden, welches davon Ranumida gehört. Das Kleid sieht nagelneu aus, es ist sauber geflickt und vor allem sogar eine kleine Änderung. Dir fallen sogar einige kleine Änderungen auf. Nimm das Kleid. Nimm das Kleid und ein weiteres Kleidungsstück, das bemerkt schon niemand. Nimm die ganze Wäsche mit. Ich soll jetzt Wäsche klauen? Nee, ich nehme nur das Kleid. Wahrscheinlich hätte sich ja meine Reputation verändert, ne, die ich jetzt bekommen habe. Ich habe ein bisschen was dafür bekommen. Ach so, wir sollen ja noch vier Honigwaben. Acht Tonvasen und so einen Scheiß sollen wir ihr auch noch besorgen. Ach Mann. Ja, das muss ich. Also ich gehe jetzt erstmal zurück ins Dorf und schlafe.
Das muss ich beim nächsten Mal mitbringen. Da muss ich erstmal einkaufen gehen, da muss ich ja shoppen gehen für. Verwöhnte Vieh. Achso, was ich natürlich auch gleich machen kann, wenn ich hier oben bin, ist gleich ans Hopfenfeld gehen und den Hopfen pflanzen. Natürlich geht mir dann das Säckchen kaputt. Ja, easy. Kennen wir doch schon. Haben wir hier noch Säckchen? Ah, wir haben so ein großes Säckchen. Ich nehme so ein großes Säckchen, glaube ich. Großen Sack. Schön. Hier schön im Mondlicht. Pflanzen wir den Hopfen. Wir hätten wirklich nur 7 gebraucht. Jetzt haben wir einen Hopfensetzling zu viel. Egal. So, Pferd, bring mich ins Bett. Aber stirb nicht dabei. Oha. 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 Okay, hat geklappt, hat geklappt. Ohne Damage. Bin begeistert. Ich muss noch das ganze Zeug, was ich jetzt gelootet habe von den Verbrechern, ins Lebensmittellager bringen. Da sind ja einige Käse dabei, ein paar Äpfel und so. Aber Äpfel? Also, Apple Day keeps the doctor away. Ich weiß nicht, warum die hier keine Äpfel essen. Was ich meine? Die wollen kein Obst. Essen lieber so Kohlsuppe, ne? Hab ich denn den Knüppel her? Achso, auch von den Verbrechern, ne? Naja. So, letzter Tag im Sommer. Wir gucken nochmal auf die Felder. Wie sieht's jetzt beim Weizen aus? Ist noch nicht alles geerntet. Ist noch nicht alles gedüngt, aber hier wird schon umgegraben. Okay. Also man arbeitet jetzt eigentlich nur noch am Weizenfeld. Dann kaufe ich mal eine Tonvase. Warte mal, eine Tonvase können wir doch selber herstellen. Eine Honigwabe müssen wir kaufen. Alter, ich bin schon wieder hier festgebackt. Also das ist eine... Ist safe immer eine Stelle, an der ich mich festbacke. Schade. Ich mag die Stelle eigentlich, aber wenn man dagegen läuft, dann hast du verloren. So, Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Wo ist jetzt Holzarmbrust? Brauchen wir auch nicht. Den Bogen brauchen wir auch nicht. So, was wollte ich jetzt eigentlich tun? Ton. Haben wir noch Tonvasen? Mir war so, irgendwas hatten wir doch noch. Tonvase eine. Dann lass uns doch erstmal, gib uns erstmal Ton. Wir müssen noch 7 davon herstellen. Sollte easy machbar sein. Tonkrug, Tonvase. Honigwabe kann ich leider nicht selber herstellen. Ich wünschte, ich könnte es, aber dafür brauchen wir noch ein paar Punkte in Landwirtschaft. So, wo ist mein... Where's my horse? Dann reiten wir schnell nochmal in die Stadt. Weil ich glaube nämlich, dass ich im Flussdorf keine Honigwabe bekomme. Kriege ich doch bestimmt beim Lebensmittelhändler, oder? Aber ich würde sagen, mein Feld ist ähnlich groß wie das hier. Also ich habe, glaube ich, genauso viele Hopfenpflanzen. So ein bisschen über Vergleiche. Wie viel brauche ich? Was habe ich gerade und so? Aber ich glaube, ich habe ähnlich viele. So. Jetzt die Frage, bei wem kriege ich jetzt... Da ist so ein Händler mit einem Topf, ne? Das muss der Lebensmittelhändler sein.
Der hier. Kriege ich bei dir Honigwaben? Ja. Und die wollte 4 haben, ne? Ja, wir haben alles. Okay, dann reite ich mal zur Prinzessin. Kriegt sie ihr Kleid, ihre Honigwabe und ihre Tonvasen. So, wir sind bei der Prinzessin. Ich habe alles, was du wolltest. Wunderbar, ich war ebenfalls fleißig und habe alles zusammengesucht, das ich brauche. Es wird perfekt. Eine letzte Aufgabe noch für dich. Nimm all das hier und bringe es zum Treffpunktstein zwischen den Plantagen. Es ist ein ruhiger Ort, ohne neugierige Blicke. Wenn du dort bist, stelle den Weinkrug auf die linke und die Saftflasche auf die rechte Seite. Die Blumenvasen sollten dahinter stehen. Stelle nichts davon um. Warte mal. Wein links, rechts Saftflasche und Blumenvasen dahinter. Okay, das ist der... Alter, ey, ist ja auch wirklich, wirklich sehr süß gemacht hier. Weinkrug links, stelle Saftflasche rechts, stelle den Korb mit Blumen hinten ab, nimm die Blumen aus dem Korb und stelle sie in den Vasen hinten auf. Ja. Entferne dich, um dem Paar etwas Raum für Zweisamkeit zu lassen. Das ist ja wirklich geil. Was hätte ich auch gern bei mir? Das ist ja schön. Da kommt sie. Geil. Dann verstecke ich mich mal hier. Hab mich festgebackt, na toll. Da kommt ihr Verehrer. Hast du sehr viel Mühe gegeben, um dieses Treffen zu etwas Besonderem zu machen. Danke, aber das war nicht nötig. Du solltest dich... Was? Es geht mir gut. Ich muss mich doch irgendwie beschäftigen. Du hast mir gesagt, dass das Dorf nicht verlassen. Erinnerst du dich? Natürlich, ich verstehe. Aber es geht um die Sicherheit. Fühlst du dich... Wie fühlst du dich? Zeigt sich schon irgendetwas? Es geht mir gut. Glaub mir ruhig. Es ist das Kleine, das Aufmerksamkeit brauchen wird, nicht ich. Es wird passieren. Ich kann es fühlen. Ach so, ist die schwanger? Das ist wunderbar. Ist das hier zur Feier des Tages? Gutes Mädchen, ich bin stolz auf dich. Es ist für dich, uns. Uns alle drei. Aha. Ja, wie konnte ich nie vergessen? Jetzt wird meine Frau endlich wieder lächeln. Wir haben unser ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Ja. Ich meinte, egal, sie wird sich sicher freuen. Eine Leihmutter? Niluma hat schon fast die Hoffnung aufgegeben und jetzt wird sie die Freuden des Lebens wieder genießen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, euch beiden. Ach so, die ist wirklich Leihmutter. Du musst auf die Gesundheit achten und sehr vorsichtig sein. Natürlich wirst du belohnt werden. Du brauchst dir um nichts Sorgen zu machen. Wir werden dich... mit allem versorgen, was du brauchst, auch wenn das Kleine nicht mehr bei uns ist. Was nicht mehr bei dir ist, danke. Es wird ein großartiger Näher oder Schäfer werden, ich bin mir sicher. Ja. Aha! Warte zum nächsten Morgen, ey, leckt mich doch an die Füße. Die ist im Prinzip die Leihmutter für ihn und seine Frau. Ich möchte auch so ein Schild haben. Wo kriege ich das her? Kann ich das hier abknippern? Ah, und so wie sie das formuliert hat, hat sie sich eigentlich mehr vorgestellt. Also sie hätte wahrscheinlich gern gehabt, dass er mit ihr das Kind aufzieht und nicht mit seiner Frau. Interessant. Aber weiß die Frau jetzt davon, dass... Also irgendwie kommt mir das komisch vor. Naja. Auf jeden Fall hätten wir jetzt wieder die ganzen Quest-Dialoge übersprungen, hätten wir uns dieses nette Gespräch gar nicht anhören können oder hätten das gar nicht verstanden, was da passiert und so. Also ist schon manchmal vom Vorteil, die Quests auch zu lesen. Finde ich schön. Gut, dass wir jetzt bis zum nächsten Morgen warten müssen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
dann gehen wir doch schon im Herbst dorthin. Vielleicht könnte ich, um ein paar Technologiepunkte zu machen, einfach mal selber Brot backen. Was brauche ich denn? Warte mal, können wir auch schon Kuchen machen? Nee. Nix. Nix zu machen. Was brauche ich dann im Weizenbrot? Einmal mit Wasser, Eier, Weizenkorn und Mehl. Okay. Einmal mit Wasser. Achso, Eier brauche ich auch. Nehme ich mir mal ein paar. Weizenkorn und Mehl. Okay, dann backen wir jetzt mal Brote. Und ich hoffe, das macht ein paar Punkte. 20 Weizenbrote. Easy peasy. So. Wenn ich jetzt nochmal Wasser hole, könnte ich nochmal was backen. Wie viel bringt denn jetzt so ein Weizenbrot? 20 Münzen. Ungefähr. Ich hole nochmal Wasser und backe einfach nochmal 20, wenn ich die Ressourcen habe. Und dann tun wir die ins Lebensmittellager und meine Leute werden sich wahrscheinlich sehr freuen darüber. Warum habe ich jetzt nur einmal mit Wasser gemacht? Achso. Dumm. Dummheit. Aus Dummheit mal wieder. Das ist mein größtes Problem, die Dummheit. Gehen Sie mal bitte weg, Dankeschön. Was ist das hier drüben eigentlich? Pasteten und Tarts. Da brauchen wir auch sehr viel für. Ah. Ich kann nur noch ein Brot backen, dann fehlen mir Eier. Es ist so dumm. Leute, Eier zum Brot backen, niemals. Eier zum Kuchen backen, ja, aber nicht zum Brot. Ist egal. Ich reg mich da nicht mehr drüber auf. Das ist einfach schlecht. So, 21 Weizenbrote. Die sollten ganz gut weggehen. Da freuen sich meine Leute drüber. Und das Mehl tun wir auch mal hier wieder rein. Genauso wie die Körner. Schön. Ja, uns fehlen tatsächlich Eier, um weiter zu backen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Eier machen wir ja unglaublich viele. Wir haben einen Hahn und der Rest ist Hennen. Und theoretisch kann ich ja hier auch nochmal einfach Eier rausholen. Einfach ein paar Eier raussuchen. Diese Geräusche erinnern mich, also von den Hühnern erinnern mich wieder an meine Jugend so ein bisschen. Ich bin ja auf einem Bauernhof groß geworden und musste halt auch oft den Hühnerstall ausmisten. Oder Eier einsammeln, so wie eben. Das gleiche habe ich wirklich mindestens einmal in der Woche in meiner Jugend gemacht. Und es war schön. Es war schön. Hatte zwar so ein bisschen was von Kinderarbeit, aber es war schön. Komm, ich backe einfach jetzt nochmal Brote, komm. Ich nehme jetzt nochmal Mehl und Weizenkörner und dann geht's nochmal los. Backen wir noch ein paar Brote. Nochmal 22. Easy. Ich finde es ein bisschen schade, dass so ein Brot so günstig ist, finde ich. Also 20 Münzen. Also vom Aufwand her, bis man das machen kann und was man da alles für braucht, ist es halt schon aufwendig. Und ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen teurer ist, weil es so aufwendig ist. Auf der anderen Seite ist es halt einfach nur ein Brot. Naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Obwohl, wir könnten es ein bisschen unaufwendiger machen, wenn wir einfach die Eier rausnehmen. Aber dann sind die Eier wirklich nur da. Dann sind die Eier wirklich nur da, um Kuchen zu backen. Oder halt, um Rührei herzustellen oder sowas. Dann sind die Eier gar nicht so wichtig. Aber wenn die mehr weggehen würden hier im Lebensmittellager, wenn die Leute sich wirklich mal denken so, ja, so ein hart gekochtes Ei zum Frühstück, geil. Aber das machen die ja auch nicht.
Wisst ihr, was ich meine? Die nehmen ja jetzt nicht einfach ein Ei und essen das. Die vergammeln hier teilweise die Eier. Und das ist schade. Also so ein bisschen, vielleicht an die Entwickler, so ein bisschen den Fokus von Eiern verschieben. Ne? Das würde mich freuen. Endlich aus den Brotrezepten raus. Und dafür vielleicht mehr Rezepte, wo Eier wirklich Sinn machen. Ich meine, Kuchen ist schon so ein großes Eierding. Das wäre halt noch krass, ne? Wenn, also dann würde ich mich richtig verarscht fühlen, wenn ein Kuchen kein Ei gehört. Oder aber ein Brot ein Ei rein. Egal. Ja, naja, wir haben ein bisschen Brot gebacken. Wir haben so ein bisschen heute ein Auge auf die Landwirtschaft gehabt. Ist im Sommer ja auch wichtig, weil da das meiste passiert. Wir haben die Prinzessin beliefert, ja. Und ich würde sagen, damit war es auch schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty vom dicken Igel aus Hack. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like und vielleicht einen Kommentar zu schreiben. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.